servus. Ich mache heute ein kleines Tutorial für die Jeep-Fans unter euch, zumindest die, die sich dafür interessieren. Und da reden wir vom Jeep Wrangler. Ich habe jahrelang gesucht nach Informationen, 2 Jahre um genau zu sein, bevor ich mich am Ende des Tages in der Tat für einen Jeep Wrangler Rubicon entschieden habe. Und der Weg dahin war ein bisschen, naja, steinig will ich nicht sagen, aber ich kannte keinen Jeep Wrangler. Also natürlich kannte ich den, aber einen zu haben und was damit zusammenhängt, die Fragen und so, die man vielleicht nicht so sich beantworten kann, weil es ist halt eben kein deutsches Auto, ist was Besonderes. Ich glaube, Wrangler-Fahrer sind schon ein bisschen speziell und ich habe Informationen gesucht, geht das eigentlich, kann man das wirklich machen? Und als der JL rauskam, das aktuelle Modell 2018, da bin ich dann hellhörig geworden, weil da haben sie was auf die Beine gestellt. Das kam meinen Wünschen schon deutlich mehr entgegen als das Vorgängermodell. Das war schon sehr rustikal, muss man ja einfach sagen. Aber der JL hat mich wirklich dann nochmal aus dem Sofa hochgeholt und gesagt, das schaue ich mir jetzt aber wirklich mal an. Und habe ich angefangen zu recherchieren, ne, was gibt's da so, Ausstattung, wie kommt der daher, was kann der nicht. Und habe natürlich alles durchforstet. Ich habe jedes YouTube-Video gesehen über den Jeep Wrangler, aber irgendwann war es auch langweilig, weil ich habe da keine Lust mehr, ständig irgendwelche Filme anzugucken, was der in Utah alles kann und welche Trails der alle fahren kann, weiß ich alles. Das wissen wir alles und deshalb geht dieses Tutorial auch nicht darum, was der kann. Das wissen wir, gibt es genug drüber, sondern ich möchte euch eine kleine Hilfestellung geben als normaler Autofahrer, die Fragen, auf die man da kommt, was den Wrangler angeht, zu beantworten, so wie ich damit klargekommen bin und wie ich mir die beantwortet habe. Das ist subjektiv, klar, aber ich will das ausgewogen halten. Wenn ihr euch zum Beispiel in einem Wrangler-Forum durchforstet und querlest, und das macht man ja, denke ich mal, da kann einem ja Angst und Bange werden. Ist ein emotionales Thema, klar. Die einen himmelhoch jauchzen, die anderen zu Tode betrübt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und diese Mitte versuche ich mal ein bisschen zu finden. Wie ich mit den Dingen so klargekommen bin, weil ihr kommt immer auf die gleichen Fragen. Und damit möchten wir uns heute beschäftigen und dann sehen wir mal, wie weit wir kommen und ob euch das helfen kann. Sollen wir loslegen? Ja, Jeep Wrangler gibt es 3 Varianten. Gibt den Sport, gibt den Sahara, gibt den Rubicon. Boom. Und auf dem europäischen Markt sieht der Wrangler ein bisschen anders aus als auf dem amerikanischen Markt. Grundsätzlich einmal. Wobei man auch in Amerika mittlerweile den Vierzylinder als Diesel und Benziner kaufen kann, aber ich sag mal, in den USA, da wollen alle den Sechszylinder haben. Und das ist schon mal das erste Ding, ah, was, Vierzylinder, um Gottes Willen, Vierzylinder, was ist da los? aber ich kann euch vorweg sagen, ich vermisse da nichts, gar nichts. Ja? Der Vierzylinder Benziner, für den ich mich entschieden habe am Ende des Tages, war eine astreine Wahl, super Wahl. Ich bin super, super zufrieden mit dem Wagen, mit dem Motor. Ich war also mehr als überrascht, wie kultiviert er läuft. Den hört man gar nicht. Ist gut, wenn du jetzt einer bist, der einen V8er blubbern hören möchte, gab es ja eh nicht. Und so einen Umbau für 150.000 Euro will ich nicht. Ich wollte ein ganz normales Auto und der Vierzylinder passt wunderbar zum Jeep Wrangler. Punkt. 270 PS, wisst ihr alles, brauche ich euch nicht erzählen. Durchzugsstark, leise, ich höre den gar nicht. Als ich den Wagen abgeholt habe beim Händler, stand ich an der Ampel, da dachte ich, Start, Stopp, hat mir ein Auto ausgemacht. In Wirklichkeit lief der. Irre. Hörst du nicht, schnurrt wie ein Kätzchen, ist ein bewährter Motor. Ich meine, gehört zu haben, dass der aus dem Alfa Romeo ist. Bewährtes Ding. Und passt wunderbar. Und ich brauche auch keinen Tankwagen. Ich bin beide Motoren gefahren. Ich bin auch den 2,2 Liter Diesel gefahren. Der hat mich, darf ich das sagen, enttäuscht, weil das Ding nagelt wie ein alter Diesel von vor 25 Jahren. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also Laufkultur habe ich da nicht feststellen können. Der war mir zu laut, zu rustikal, hört sich an wie ein Trecker. Egal, ob der jetzt mehr Drehmoment hätte oder nicht. Ich vermisse da keinen Drehmoment beim Benziner, abgesehen davon. Und was mich auch enttäuscht hat, war der Verbrauch beim Diesel. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht hätte. Wir reden jetzt nur im Antrieb Hinterrad. Meine Testfahrt war so 80 Kilometer. Mit beiden, mit dem Benziner als auch mit dem Diesel. Und ich habe den Diesel
nicht unter 12 Liter gekriegt. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Ein Diesel, 12 Liter, hallo? Und dann bin ich mit dem Benziner gefahren und ich habe gedacht, oh, was ist das für eine Welt? Jetzt glaubt es oder glaubt es nicht, ich bin mit dem Benziner auf 8,5 Liter runtergekommen. So, jetzt seid ihr dran. So, nächste Variante oder nächste Frage ist natürlich, ja, welches Modell ist denn jetzt das coole, ist das richtige für mich? Ich lasse den Sport mal außen vor. Das ist die minimalistische Ausstattung mit Stoffsitzen, kleines U-Connect und so weiter. Ja, lasse ich mal außen vor. Gibt es auch fast nicht auf dem deutschen Markt. Sahara oder Rubicon? Muss jeder für sich natürlich entscheiden. Ich für mich habe gesagt, naja, also das, der Jeep Wrangler ist jetzt der ultimative Offroad-Wagen. Wenn ich einen ultimativen Offroad-Wagen als Straßenversion oder glatt gebügelte Straßenversion, also als Sahara kaufe, was ist denn das? Ein geräuschreduzierter Lautsprecher? Gibt's das? Passte für mich nicht zusammen. Ich finde ihn auch nicht ganz so cool. Der sieht zwar äußerlich auf den ersten Blick gleich aus, ja, aber irgendwie dann doch nicht. Mir war der zu salonmäßig. Du hast beim Sahara halt das lackierte Hardtop zum Beispiel in Wagenfarbe. Ja, kann man gut finden, aber hat jedes Auto, ja. Beim Rubicon hast du halt diese schwarze Kunststoff-Hardtop. Das sieht schon mal kernig aus, zusammen mit den auch schwarzen Kunststofffendern. Finde ich cooler als alles in Wagenfarbe lackiert. Kann ich auch einen Golf kaufen. Sage ich jetzt mal. Für mich jetzt. Rein subjektiv. Kann man ja auch anders empfinden. So, dann hat der Sahara diese Trittstufe, diese Trittleiste. Ja, klar, kommt die Oma besser rein. Aber hast du auch immer den Dreck drauf liegen? Ja, mag ich auch nicht so. Außerdem finde ich die Rock Rails, finde ich halt vollkommen cool, aber im Rubicon hat mir nicht so gefallen. Und dann kommt natürlich der Sahara auf einer 18 Zoll Felge und der Rubicon auf einer 17 Zoll Felge. Für den Geländewagen ist die 17 Zoll Felge, glaube ich, mal ganz cooler, abgesehen davon. Also irgendwie, für mich war klar, ich brauche einen Rubicon. Also wenn ich Wahl habe, nehme ich einen Rubicon. Das ist der kernige Kamerad und der Kollege sieht halt auch nach dem aus, was er verspricht. Deswegen habe ich mich für den Rubicon entschieden. Und es gibt natürlich einen Haufen Unterschiede auch zwischen beiden Varianten. Ich wollte, wenn schon Geländewagen, dann auch der alles getriebemäßig und fahrwerksmäßig kann. Nur hat der Rubicon natürlich deutlich erweiterte Möglichkeiten, was die Fahrwerkskomponenten und Antriebsstrang angeht. Du hast halt unter anderem neben 4H Auto Part-Time, also die starre Verteilung von hinten. Und du hast das Untersetzungsgetriebe. Ja, 4 Low. So, das ist ja schon mal cool. Dann kannst du natürlich Achssperren machen, vorne und hinten oder nur hinten. Und du kannst natürlich den Stabilisator noch entkoppeln. Das kann der Sahara alles nicht. So, ist eben mehr die Straßenvariante. Trotzdem kann der was, schon klar. Aber wenn, dann, war meine Idee. Jetzt ist der Rubicon bei 160 abgeregelt. Da kommen wir, wieso ist der abgeregelt? Wieso fahre ich da keine 250 mitfahren? Hallo, ist ein Geländewagen. Also mich stört das null. Ich reise keine 160. Übrigens, nebenbei habe ich gemacht. 160 habe ich ausgefahren bis zum Begrenzer nach der Einfahrphase. Der ist super gerade ausgelaufen, weil viele immer so denken, ja, der ist so schwammig und so. Also 160 ist das Ding gerade ausgelaufen. Wunderbar. Und das war nicht mal unangenehm. Oder dass das irgendwie angestrengt klingt. Der ist abgeregelt. Der könnte viel mehr, wenn er dürfte. Aber liegt natürlich auch an der Bereifung etc. Kommen wir später drauf. Also für mich war klar, Rubicon ist irgendwie alles ein bisschen kerniger, alles ein bisschen cooler. Aber wenn man sagt Rubicon, der ist cooler für mich, kannst du es machen? Die nächste Frage, die bei dir aufs Tableau kommt, ist Bereifung. Da kommst du nicht drum herum, weil wenn du den Rubicon kaufst als europäisches Modell, dann kommt er auf 255 17 70. 255er Reifen. What? Stollenbereifung. Mud Terrain in MT. Ja, klar. Das sind solche Stollen. Also
Wie Fußballschuhe sieht die Bereifung aus von unten? Das kann man eigentlich vergessen. So. Also wenn du nicht Skiliftbesitzer bist oder du bewirtschaftest eine Alm irgendwo in den Alpen, ja, oder du bist als Förster im Bayerischen Wald unterwegs, dann wirst du mit der Standardbereifung beim Rubicon, wie er auch vom Band rollt, für den europäischen Markt nicht klarkommen. Da kann man nur sehr bedingt auf der Straße mitfahren und wenn es nass wird, braucht man gar nicht weiter reden. Also du brauchst schon mal eine andere Bereifung. Von der Art her, Mud Terrain auf der Straße, vergiss es. Und das andere ist natürlich, wem gefällt denn 255er Reifen? Das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass sie irgendwie mit Flottenverbrauch, ja, in Europa irgendwie klarkommen mussten, Abgas, CO2, was weiß ich. Deshalb der Schmalspurreifen. Für mich war aber klar, kommt mir nicht in die Tüte, wenn Rubicon, dann ist da der Reifen drauf, der in Amerika auch vom Band läuft. Also das sind 285er schon mal, 17R70. So. Und da gibt's für mich nur einen Reifen, der klarkommt. Und das ist der BF Goodrich TAKO2. Punkt. Fertig. Aus. Ich bin so viel in den USA, Kanada unterwegs, da fährt fast jedes Ding mit den Dingern rum. Auch die Pickups und so, und was weiß ich, Dodge Ram und wie sie alle heißen, F150 und so weiter. All Terrain, All Weather. So, dann kannst du das ganze Jahr fahren. Ich hatte auch keine Lust, jetzt einen zweiten Satz mit 5 Felgen zu kaufen und die auch noch zu bestücken mit Winterreifen oder so. Keinen Bock drauf. Brauchst du auch nicht. Und, das ist jetzt der Knaller, der BF Goodrich, der KO2, der fährt wie ein Straßenreifen. Den hörst du nicht. Ja, ja, den hörst du nicht. Am Anfang wusste ich das ja nicht. Ich habe gesagt, ich will den Reifen haben und dann bin ich ihn gefahren, habe das vom Händler abgeholt. Ich denke, what, ich höre ihn nicht. Fährt wie ein Straßenreifen. Geil. Einfach klasse. Der nervt nicht, der ruppelt nicht. Ja, verstehst du, wie halt ein Stollenreifen. Nix, gar nichts. Fährt wie ein Straßenreifen, astrein, beste Wahl über. Und das war für mich aber auch Bedingung. Wenn ich so ein Ding kaufe, sind da 285er drauf. BF Goodrich Bereifung, Punkt. Und dann habe ich einen Händler gefunden, der wusste genau, wo der Hammer am Stiel festgemacht wird. Der hat mir das gleich mitverkauft. Und war am Ende des Tages der Ausschlag, den Rubicon zu bestellen. Ja, war schon bei der Bereifung. Beim Sahara ist unspektakulär. Da kann man das lassen, was ist. 255 Straßenbereifung, so ein Halb, so ein Mischmasch, ist immer noch ein bisschen was fürs Gelände, aber jetzt nicht wirklich. Geht. Kann man machen. Aber ist halt nicht so richtig cool, ja. Wenn ich schon einen Wrangler habe, soll eigentlich cool sein. Anyway. Die nächste Frage ist ja, geht der 285er überhaupt unter den Rubicon? Ja klar, das ist das Standardding, was in Amerika rausläuft. Du brauchst da keine Spurverbreitung, Spurplatten, Zeug, Distanzscheiben, was immer du da im Kopf hast. Vergiss es einfach. Da kommt ein 285er BF Goodrich drauf. Ende der Vorstellung, passt ins Rathaus, passt alles. Ende gut, alles gut. Das TÜV-Gutachten brauchst du, gibt es aber standardisiert beim TÜV, ist hinterlegt, muss man abfragen. Der Händler macht das. Kriegst du einen Ausdruck, zack, warum? Weil in den CECOC-Papieren, europäische Zulassungsnorm, bla bla, stehen die 285er nicht drin, in den Papieren auch nicht. Und deshalb brauchst du das Gutachten, kriegst du gleich mit und fertig ist der Lack. Also das war denkbar einfach. Ich habe den Wagen so mit 285er Reifen vom Händler abgeholt. Ende der Vorstellung. Die alten Reifen habe ich gleich da gelassen und habe gesagt, ja, ich habe noch 5 andere Sätze da, die will kein Mensch haben. Kannst du auf den Spielplatz tun, für eine Schaukel draus bauen. Ist halt so. Aber was anderes, glaube ich, kann man unter den Rubicon kaum bauen, wenn man halt überwiegend auch auf der Straße unterwegs ist. Mehr Verbrauch? Ich merke das nicht. Nur bin ich ein Opa-Fahrer. Ja, ja, ich weiß, bin Opa. Ja, ja, weiß schon. Ich cruise. Ja, ich bin nicht nur in der Stadt unterwegs, sondern am Land. Ich kriege den Wagen, oder fangen wir mal so an. Es kommt ja immer die spannende Frage, was braucht so eine Kiste? Und das ist eine endlose Diskussion. Die einen, das sind die ganz Extremen, sagen, hey, ihr kaufst dir einen Jeep Wrangler, du fahr eine Schrankwand, was erwartest du? Ja. Die anderen sagen, ja, aber trotzdem und so. Fakt ist, die Richterskala nach oben, die ist immer offen, liegt nämlich am Fahrer. Liegt an deinem Fahrstil, liegt an deiner vorausschauenden Fahrweise oder auch nicht, oder wie auch immer. Nach oben, das kannst du eigentlich vergessen. Nach unten gibt es physikalische Grenzen, darunter kommst du nicht, egal wer. Also ich habe ihn mit meiner vorsichtigsten Fahrweise konstant auf 8,5 Liter runtergebracht. Hallo, 8,5, 8,5. Ich habe ihn, wenn alles super läuft, kein Stau, nichts und sowas, ich habe ihn auch schon mit 7,8 Liter gefahren. Kannst du vergessen, das ist jetzt nur, um die physikalische Grenze nach unten auszuloten. Und wenn du dir keinen Kopf machst und fährst mit dem Ding von A nach B, brauchst du halt 10. Ja? Aber du kannst deutlich unter 10 Liter Benzin fahren, wir reden vom Benziner, nicht vom Diesel.
Und da war ich mehr als zufrieden. Hallo? Also, ja, das ist eine riesenschwere Kiste. Mit Starrachsen, tralala und 285er Bereifung. Ich kann den also problemlos mit 9 Liter fahren. Aber ich kriege ihn auch da runter. Also, alles gut. Ja, nächstes Thema ist natürlich, wenn man sich für einen Jeep Wrangler entscheidet, dann braucht er immer noch ein kleines Sparschwein, denn, also wenn ihr das Ding jetzt nicht leasen wollt und wo euch alles egal wäre, sondern sagt, nee, jeden Euro musste ich mir da selber verdienen, der soll auch ein bisschen da bleiben, dann wirst du um eine Hohlraumkonservierung und einen Unterbodenschutz nicht drumherum kommen, hat er nämlich nicht. So. Kostet einen guten Tausender. Musst du einkalkulieren. Und wenn du es nicht machst, dann rostet die Karre unten gleich weg. Ich meine, der rostet nicht durch. Das ist halt so ein Blech, ja. Leiterrahmen und tralala und so. Aber das, wie sieht denn das aus? Also Konservierung musst du oben drauf rechnen. Brauchst du was Gescheites? Findest du genug in Foren? Mike Sanders, tralala, was weiß ich. Ich habe es auch machen lassen bei einem Karosseriewerkstatt, die sonst sich auch viel um Oldtimer kümmern. War jetzt kein Mike Sanders, ist aber auch egal. Nur du musst es machen. Sonst hast du an dem Wagen nicht viel Spaß. Ja, und wenn man natürlich in die Foren reingeht, dann ist ja immer alles Katastrophe. Der geht nicht, der stottert, der springt nicht an, der nimmt kein Gas an, 1000 Lampen an und so. Also ich habe davon nichts gemerkt. Das Einzige, was ich bei meinem Wagen, und ich habe den hier gutes halbes Jahr, ich hatte keine Fehlfunktionen in Elektrik etc. pp. Allerdings hatte ich, ich war kurz nach dem Kauf nochmal bei meinem Jeep-Händler vor Ort. Da gab es zwei Updates, Software-Updates für den Wagen. Hatte der Händler bei der Auslieferung übersehen, wie auch immer. Habe ich machen gelassen. Ich habe keine Probleme damit. Das Einzige, was mein Wagen ab und zu mal, ich habe es zweimal gehabt jetzt genau, dass die Lautsprecher ausgestiegen sind. Auf einmal kein Ton. Ja, kein Bild, kein Ton. Ich komme schon. Ganz so war es nicht. Aber da ging nichts mehr. Du konntest zwar am Navi da rumspiegeln und das alles verstellen, kam aber kein Ton mehr aus den Boxen. Hatte ich jetzt zweimal. Einfach so, während der Fahrt, bumm, war einfach Schluss. Die Lösung war, einmal Motor abstellen, wie beim Computer, wie bei Motor aus, ordentlich warten, Motor an, alles gut. Finde ich jetzt keine Riesenkatastrophe. Da gibt es Schlimmeres. Ja, das ist das. Der Wagen, finde ich, ist echt gelungen. Also der Innenraum ist toll geworden. Jetzt musst ihr allerdings dazu wissen, wie ich das jetzt sage. Ich bin ein Autofahrer, ein ganz normaler Autofahrer. Ich habe nichts Spinnertes gefahren. Und ich hatte immer nur deutsche Fabrikate. Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi. So, was anderes kenne ich nicht. Er ist natürlich die Messlatte schon mal ziemlich hoch, wenn es um Verarbeitung, tralala, Spaltmaße und so weiter geht. Deshalb waren meine Erwartungen beim Jeep Wrangler schon mal ganz, habe ich schon mal ziemlich weit nach unten geschraubt. War dann aber positiv überrascht. Spaltmaß oder so, nichts zu beanstandigen. Die mögen größer sein als bei deutschen Premium-Herstellern, kann sein. Aber alles in der Flucht und alles gut und alles schick, da kann man nichts sagen. Türen aus Aluminium, Haube aus Aluminium, Heckklappe aus Magnesium, super solide, so dickes Blech. Krass, einfach cool. Innenausstattung. Innenausstattung finde ich für einen Wrangler als Nachfolgemodell vom JK phänomenal. Ist ein richtiges Auto im 21. Jahrhundert. Elektronik, Zeug, kleine Helferlein und so. Rückfahrkamera, Astrein. Jetzt gibt es ja einen Haufen Leute, die sagen, ja, der hat aber nur einen Stern geholt hier beim Crashtest und so. Ja, Moment. Weil der halt manches nicht hat. Ein Spurverlassenswarner, Side Assist, Lane Assist heißt es. Lane Assist bei einem Geländewagen. Ich habe das in meinem Benz. Ich habe das abgeschaltet, weil das nicht ausgereift ist. Taugt nichts. Fährst in die Baustelle rein, alte Spur, neue Spur geht so drumherum. Weiß er nicht, was ist, geht er voll in die Eisen. Mein Benz. Brauche ich nicht. Murks. Ein Stern. Also wenn du da einen mit umfährst, also keine Sorge, bei dem Leiterrahmen, der bleibt schon stehen. Hat keine Airbags in den Türen. Ja, dafür kannst du sie auch rausnehmen, weiß ich. Ist ein Geländewagen, hallo. Natürlich hat er keine Airbags in den Türen. Ja. Oder was weiß ich, da die ganze Seite rum. Dafür kannst du das Dach ab dem Tür auch noch sehen. Wo soll das Zeug denn auch noch hin? Das ist viel zu gefährlich, kriegst du nicht hin, das so zu verbauen. Und wer das nicht will, der darf keinen Wrangler kaufen, muss halt einen Golf kaufen. Oder was weiß ich, einen Mercedes oder keine Ahnung was. Da hast du Airbags rundherum. Wenn es kracht, sitzt du wie eine Wattekugel. Ja. Der Wagen ist nicht schlecht. Deshalb. Das sind halt irgendwelche Standards. Und nach den Standards hat er nur einen Stern gekriegt. Ja.
Aber deswegen kauft man sich vielleicht auch keinen Jeep Wrangler. Also war für mich überhaupt kein Kriterium. Klar, Familie mit kleinen Kindern, Airbag, ja, muss ein anderes Auto kaufen. Funktionsweise, ich finde das unheimlich funktionales Cockpit. Das Armaturenbrett ist der Knaller. Richtig schön steil beim Rubicon mit diesem, ich weiß nicht, ob es gebürstetes Aluminium ist, das rote Dashboard. Super geil sieht das aus, echt toll. Gut gemacht und alles funktioniert und alles ist übersichtlich. Passt. Ja, was haben wir noch an Themen, wenn man durchforstet? Lenkung. Kommt man auch drauf. Hier. Da heißt es, ja, der wäre schwammig. Das war so der Begriff, der geistert dann so ein bisschen durch die Gazetten. Ist der schwammig? Ich weiß nicht, ob man das schwammig nennen kann. Der fährt anders als das, was man an Autos auf der Straße vielleicht gewöhnt ist. Das stimmt. Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Also ich meine, wir reden von Starrachsen, nicht mit Einzelradaufhängungen und mit, was weiß ich, Luftfederung und Zeug. Das ist ein harter Geländewagen mit Starrachse. Breite Offroad-Bereifung, dass der nicht so fährt, ja, wie ein ja. Deutscher Premium-Hersteller, das kann man sich ja natürlich an einer Hand ausmalen. Und von daher war ich jetzt nicht überrascht. Ich finde das aber nicht unangenehm. Richtig ist, du musst den schon aktiver fahren, ja, in der Spur halten. Ja, braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht. Liegt aber vielleicht auch daran, wenn du, was weiß ich, eine Kurve fährst mit normalem Straßenauto, da musst du beim Wrangler deutlich mehr lenken. Ja. Und daher kommt es auch, dass wenn du geradeaus fährst beim Wrangler, und du hast das Lenkrad so und machst so einen Zentimeter hin und her, verändert sich die Spur eigentlich nicht. Das haben viele so ein bisschen beanstandet nach dem Motto, ja, das ist das für eine indirekte Lenkung. Ich mache hier so kleine Lenkbewegungen und da passiert ja gar nichts. Ja, da habe ich auch. Finde ich aber nicht unangenehm. Für mich war das erwartungsgemäß, sag ich mal. Und die ist natürlich einfach dem Fahrwerk geschuldet. Und natürlich, wenn du jetzt in 4 Low fährst, dann wird die Lenkung auch ziemlich steif. Aber die Lenkung ist ja auch entsprechend hartem Offroad gebaut. Da gibt es also Unterschiede. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, den musst du aktiver fahren, geradeaus auch. Den musst du also schon in der Tat auch in der Spur halten. Das ist spürbar anders als bei normalen Autos, die man sonst so kennt. Ich finde es nicht unangenehm. Es irgendwie passt. Ja, vor zigtausend Jahren der VW Bulli hatte ich mal. Super, 72er Baujahr. Ja. Hat mich da auch nicht gestört. Nee, ist nicht schlimm. Also ich will nur sagen, ist nicht schlimm. Ja, da ist ein bisschen was dran, aber es wird auch ein bisschen dramatisiert. Ja, und das ist jetzt hier typisch Rubicon, ja. Das sieht beim Sahara anders aus. Hier kannst du deine Achssperren reinlegen, nach oben für vorn und hinten, nach unten ist nur hinten. Dann kannst du hier den Frontstabilisator noch entkoppeln, kann der Sahara nicht, kann nur der Rubicon. Und entsprechend bist du auch hier unterwegs dann mit dem Getriebewahlhebel 2H Hinterachsantrieb, 4H Auto. Da hat er quasi den Allrad scharf geschaltet. Bei Schlupf verteilt er dann auf alle vier. Dann gehst du rüber auf 4H Part-Time. Part-Time hört sich ein bisschen komisch an. Ich habe eine Eselsbrücke und habe mir einfach nur gemerkt, nur zeitweise zu nutzen, nämlich im Gelände. So, da gehört das Ding hin. Das ist die starre Kraftverteilung vorn hinten. Fertig. Neutral. Neutral haben wir und natürlich das Untersetzungsgetriebe 4 Low. So ein 4 Low fährt er im Standgas die Wand rauf. Von wegen, ich brauche da jetzt viel mehr Drehmoment und Diesel und so, könnt ihr, glaube ich, vergessen. Hat mit dem jetzt hier nichts zu tun, ist klar. Und ja, die Aux-Switche hatte ich jetzt auch dabei, habe ich nicht belegt. Wenn jetzt einer eine Lightbar dran machen will, eine Winde oder sowas, dann brauchst du die. Brauche ich jetzt nicht. Ja, bleibt abschließend die spannende Frage, die euch ja alle dann interessiert. Dafür war es ja gedacht. Mein Feedback als, ich sag mal, Privatkunde für so ein Auto. Was ich da jetzt so erlebt habe, am Ende bleibt die Frage, und jetzt kann man das machen?
mir nämlich, fragt ja. Also ich bin positiv überrascht. Das ist jetzt also nicht nur so ein Ding, wo du wirklich auf Ford fährst. Das geht sehr gemütlich, auch auf der Straße. Habe ich fürs Cruisen. Ein sportlicher Fahrer bist, ja, dafür gibt es andere Autos. Aber zum Cruisen, und es ist ein Haufen Platz, du hast noch einen Hauch hier hinten, ich sitze ja jetzt hinten, einen Haufen Platz, das ist alles sehr luftig, die Übersichtlichkeit ist toll, finde ich jedenfalls, und ich war überrascht, auch hinten das Ersatzrad, wenn du in den Spiegel schaust, in den Rückspiegel, ist nur gerade so ansatzweise zu sehen, also super Rundumsicht, finde ich toll, und ich mag das Auto, habe ich mich nicht verkauft, aber recherchiert gut. Also ich habe jetzt fast 2 Jahre recherchiert und mich mit allen Themen so ein bisschen befasst und muss sagen, das lohnt sich. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, habe ich festgestellt. Dafür sind die Geschmäcker und Einstellungen und so ja auch zu unterschiedlich, schon klar. Ihr müsst es für euch rauskriegen. Ich habe gut recherchiert, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich bin also nicht überrascht worden. Jedenfalls nicht negativ überrascht worden. Eigentlich nur positiv überrascht worden. Das ist cool und deswegen gefällt mir das. Ist ein Riesenspaß, mit dem Wrangler zu fahren. Und ja, das Baby werde ich schon hegen und pflegen. Ist ja klar. Ja, Fazit. Kann man das machen mit so einem Jeep Wrangler? Als Daily Driver sozusagen. Mit Einschränkungen ja. Für die Stadt, eine Tiefgarage und so, naja, kann man, muss man aber nicht. aber ansonsten bin ich mit dem Wagen als Daily Driver durchaus zufrieden. Ich finde es cool. Er hält das, was er verspricht. Für mich, ja. Und deswegen würde ich sagen, Daumen hoch, kann man machen. Natürlich hat er seine Besonderheiten. Deswegen interessiert man sich ja auch, denke ich mal, für so ein Auto. Und ich habe es nicht bereut. Ich freue mich an dem Wagen. Und damit ist die Sache für mich gegessen. Wenn ich rückblickend jetzt nochmal schaue, was ich da alles an Informationen aufgesaugt habe im Internet und in Foren etc., dann hat sich eigentlich fast alles nicht bestätigt, meine Befürchtungen. Fast, sage ich. Was ein bisschen holpriger sein mag, das ist so ein bisschen Zubehörteile und so. Selbstverständlich ist das Teilenetz, Händlernetz nicht so gestreut wie bei deutschen Herstellern, ja. Und die Ersatzteile kommen aus USA. Wenn du jetzt irgendwas brauchst, irgendwas, keine Ahnung was. Ich hatte jetzt auch der mittlere Sitzgurt hinten. Der war defekt. Es hat jetzt ewig gedauert, bis ich da Ersatz hatte. Ja, gut. Ist man sonst verwöhnt. Aber ja, kann man mit leben. Ist nicht immer schön, je nachdem, wenn es was Dringendes ist. Vor allen Dingen, wenn es ums Fahren geht. Also, was weiß ich, du brauchst irgendein Teil, weil das Ding nicht anspringt. Du musst da jetzt 2 Monate warten, bis der Ersatzteil da ist. Dann würde ich das wahrscheinlich auch anders sehen. Hatte ich jetzt nicht. Angeblich haben andere damit Schwierigkeiten. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, klar. Aber sonst ist das alles wunderbar. Freue ich mich dran. Gibt's irgendwas, wo ich sagen würde, ja, das könnte ich mir vielleicht noch, da hätte ich noch ein paar Wünsche offen. Ja, das sind Kleinigkeiten. Also was ich mir wünschen könnte, wenn ich da jetzt so 3 Wünsche frei habe, da würde ich sagen, man könnte die Kunststoffverkleidung kratzfester machen. Ist jetzt das Schwarz unter dem Fingernagel, aber könnte man. Ist ja schließlich auch ein Offroader, gehst ja schon mit Wanderschuhen rein und ne, so. Aber die sind ein bisschen kratzempfindlich. Ja, auch in der so die Heckverkleidung innen und so, Kofferraumverkleidung und so. Da merkst du schon die Schrammen, wenn du nur die Kofferraumwanne reinlegst. Also das wäre so ein Ding, wo ich sage, kann man das machen. Und vielleicht, aber das ist jetzt, ja, also die Sitze finde ich super komfortabel. Man sieht aber, dass sie anders bezogen sind, verarbeitet sind, als wenn wir wieder, jetzt sind wir wieder bei dem Thema deutsche Hersteller. Da klafft immer noch eine Lücke. Das hat aber nichts mit der Qualität der Sitze zu tun, wie sie sind. Die sind super. Also ich sitze da genauso gemütlich wie in meinen deutschen Autos, die ich gefahren habe.
Aber man könnte fürs Auge da, ne, noch was anderes machen. Ob das jeder mal hier und da eine Welle wirft und so, aber da gibt es gewisse Unterschiede. Aber es ist, ja. Und nein, da kann ich echt nichts sagen. Das Navi finde ich übrigens auch gut. Das ganze U-Connect, das arbeitet ziemlich schnell. Ja. Finde ich auch super. Apple CarPlay funktioniert auf Anhieb. Wunderbar, klasse. Was nicht funktioniert, diesen komischen Apps, die man da alle so hat. Da gibt es so ein U-Connect-App und ein Jeep-App und so. Das ist irgendwie alles nicht kompatibel. Kriege ich mal nur Fehlermeldungen. Nicht, dass das wichtig wäre, aber nur so als Randbemerkung. Wenn da jetzt einer drauf steht, weil du so ein Vernetzungsfreak bist, hast du da vielleicht nicht so viel Spaß dran. Ich brauche das jetzt nicht. Wäre schön, wenn es geht, aber wenn nicht, dann, ja, nein. Ich wollte kein Netzwerk kaufen, ich wollte ein Auto kaufen. So, da liegen die Präferenzen halt unterschiedlich. Und ja, und deswegen ist das so ein bisschen der Weg gewesen, wie ich zu meinem Jeep Wrangler gekommen bin. Vielleicht hilft euch das mal so ein bisschen, vielleicht mal so die Mitte zu finden zwischen all den Highs und Lows, was man so findet. Und wenn ihr da ein bisschen Zuversicht habt fassen können, dann freut es mich. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Suchen. Es dauert ein Weilchen, gibt man nicht auf. Und dann schaut doch mal, wie weit er kommt. Und alles andere findet ihr ja auch an anderer Stelle. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.